Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Universum. Ja, und da hinten wird sie schon fleißig wieder weiter vermehrt. Ja, sie sind äußerst produktiv, meine kleinen Schnuggels. Ja, also guck mal, ich habe 21 Nuggets, bin ich sehr glücklich drüber. Also sie ja, vermehren sich fleißig, haben total lustige Frisuren, wie man so sieht. Aber wir haben in der letzten Folge ja beschlossen, dass wir ja unsere Pakete ja mal aufmachen. Und ich muss erst mal gucken, wie das hier geht. Hallo? Kann ich das irgendwie aufmachen? Hallo? Ich hätte das hier gern mal geöffnet. Ich meine, hier hinten liegt auch noch was. Ja, aber machen kann ich hier effektiv nichts. Okay. Archiv? Nee. Hey, lass mich das öffnen. Bitte, bitte, bitte. Kann da nicht wahr sein. Wie kriege ich denn das auf? Ja, das ist der Nugget, ja. Wie kriege ich das ausgepackt? Das gibt's doch nicht. Muss da irgendwie gehen. Ich meine, dass ich hier Licht machen kann. Ja, das ist toll. Aber ich hätte es halt auch echt gern geöffnet, ne? Ist ja wieder mysteriös. Also kriegen wir das hier gar nicht auf, oder was? Aha. Wie geht denn das? Kann ich hier irgendwie... Red Influence? Wir gucken einfach mal. Oh, Fire. Oh Gott. Auch das noch. Na, ganz klasse. Kann ich hier Kickstart, Season, Jolt of Joy, Telekinese, kriege ich das damit irgendwie? Nö, nicht wirklich. Telekinese hat uns ja sonst immer geholfen. Creation, Force Station, okay. Ne, das wollte ich jetzt eigentlich nicht so. Wie geht denn das auf? Dome, okay. Ich hätte das ganz gern geöffnet. Hallo? Ich möchte gern mein Geschenk öffnen. Na gut. Scheint irgendwie nicht zu gehen. Gucken wir mal, ob wir das in der Zukunft noch rausfinden, wie das hier funktioniert. Ob man hier die vielleicht ins Lager bringen kann? Okay. Aber guck mal, unsere Lager sind natürlich, ist schon super gefüllt, ne? Sieht auch klasse aus, wirklich schön gemacht. Also ja, es hat ja diesen Comic-Style. Kommt vielleicht nicht bei jedem gut an, aber ich finde es total knuffig umgesetzt. So, was ist hier los? Ach, der Brunnen kann geupgradet werden. Das ist doch schön. Upgrade. Okay. Ach so, okay. Stimmt, so war das ja. Seht ihr schon, ein Tag Aufnahmepause. Und schon muss ich wieder gucken, wie das hier funktioniert. Stimmt, mit der Fahne, mit dem Haken wird uns ja gesagt, hey, ready for Entwicklung. Wunderbar. So, der blöde Winter ist vorbei. Es wird langsam aber sicher wieder wärmer. Das heißt, unser Fischer kann jetzt hier auch wieder losfischen. Ich hoffe mal, dass der jetzt hier so langsam aber sicher... Ja, gucken wir mal. Delivering. Ja, sie ist unterwegs. Sehr schön. So, und ich habe die Meldung bekommen, dass mir hier ein Nugget gestorben ist. Deshalb habe ich mich entschieden, wir werden nach diesen Erforschungen erstmal hier rein forschen. Schamanismus, okay. Und dann werden wir uns mit dem Thema Beerdigung auseinandersetzen. Und dann natürlich hier gucken, das war Medical, ja, also Medizin. Erforschen. Ich denke, das sollte ganz sinnvoll sein, dass die sich auch gleich selber noch heilen können. Dann kriegen wir wahrscheinlich noch einen Arzt oder so. Schauen wir mal. Ja, ich weiß, ich wollte eigentlich ins Wasser weiter Punkte oder beziehungsweise das Wasser weiter erforschen. Aber das ist gar nicht so einfach. So, dann machen wir hier mal ein bisschen Gummi, ein bisschen Speed, ne? Damit das hier vorwärts geht. Und ich möchte gern wissen, warum ich das nicht öffnen kann. Das muss doch irgendwie gehen. Construction Menu. Ja, das nutzt mir ja nichts. Was ist denn das? Ah, warte mal. Ich will erstmal lesen, was das ist.
Oh Moment, wo war das jetzt drin? Nee. Dieser hier. It was only a matter of time before Nuggets realized that they can monitor temperature shifts and weather patterns on the planet. Instead of always having to carry an umbrella around, they'll soon discover seasons which will give you information on what to expect in the coming month. Ah, okay. Also eine Wetterstation mehr oder weniger. Ja, das finde ich sogar sehr gut. Das setzen wir gleich mal mit dazwischen. So. Better Stations sind immer gut. So, was ist denn hier? Du möchtest auch geupgradet werden. Naja, dann mal los. Gucken wir mal. Alles, was so mit Lebensmittel, Nahrung und so weiter zu tun hat, ist natürlich immer schön abzugraden. Oh mein Gott. Was? No more plants. Oh, and fishing can... Okay. Warte mal, da war auch ein... Ja, dich upgraden wir natürlich auch. Ist ja völlig klar. Wieso ist das denn hier schon wieder dunkel? Kann der Tagrhythmus vielleicht ein bisschen schneller sein? So, wir haben doch... Haben wir schon erforscht. Agriculture. Okay, das heißt, wir könnten doch jetzt hier bestimmt... Warehouse, Reservoir... Eine Farm bauen. Farms allow your civilization to become more self-sufficient. Oh Gott. Okay, bear attacks. Okay, testing strange. Also eine ganz normale Farm. Oh Gott. Desert, Grasland. Okay. Die ist ja riesig, du lieber Himmel. Da würde ich sagen, in einer Wüste kann ich das nicht bauen. Kann ich, ne? Möchte ich nämlich relativ nah an meine Zivilisation bringen. Ah, a farm. I see you are finally taking interest in your civilization's need to eat. Yeah. Guess it's time to take starving to death off the list of anticipated disasters. For now, I'm afraid one of your nuggets has passed away. Death can happen so suddenly. However, the death of one does not necessarily mean the end of everything. It was simply their time to go. Don't blame yourself, Creator. Well, unless you were actually responsible, I wasn't paying attention. So, ich hoffe, ihr konntet das jetzt verstehen. Der hat im Endeffekt jetzt mir erzählt, dass es sehr toll ist, dass ich auch erkannt habe, dass meine Zivilisation was zu essen braucht. Und dass hier leider einer verstorben ist. Ja, und dass ich deswegen nicht traurig sein soll. Es passiert halt, ne? Ja, ich meine, das Leben ist ja grundsätzlich nicht ohne Ende, ne? So, jetzt brauchen wir ja, glaube ich, oh Gott! Was ist denn hier? Ah, okay. Ist eine Nugget. So. Sehr schön. Oh, hier ist auch keiner drin. Going to weather. Okay, nur guck mal, hat sich automatisch eine reingefunden. So, du hast hier was gebrochen. Das ist aber nicht gut. Na, ich meine, gut, das ist jetzt hier auch nicht wirklich sicher, ja? Also, muss man ja ehrlich mal so sagen. Dann machen wir mal, dass du wieder gesund bist. Ja. Unlocked was? Anticity Belly. Heal a Nugget. Ja, Steinchen. Habe ich. Ja, habe ich. Habe ich gemacht. Steinchen ist jetzt wieder heile, ne? Ist kein kaputtes Steinchen mehr. So, hier haben wir schon... Achso, Upgrading ist noch dabei. Okay, sehr, sehr schön. So, rotes Pfeilchen im Wasser heißt effektiv, dass wir immer noch zu wenig Wasserräder haben oder wie oder was. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte jetzt gerne aber auch erstmal abwarten, was hier die Sache Nahrung sagt. Oh, Food Preservation, das heißt Haltbarmachung, ne? Wenn ich das jetzt richtig für mich übersetze. Steinraffinerie, Wood Raffinerie. Ah, da kann ich also denn Holzbalken herstellen oder wie? Was? Amazing things you can do with these blocks. One to place...
Want a place to sit? There you go. Ah, okay. Okay, das werden wir auch gleich machen. Aber zuallererst wollte ich doch gucken. Das war dieses. Den Forecast Tower haben wir gebaut. Oh, hier sind die Parks, ne? Können wir schon wieder einen neuen Park machen. Okay, also nichts Neues. Warehouse hatten wir. Okay, gut. Dann werden wir, wo war es drin? Eine Stone Refinery bauen. Ich glaube, das ist vielleicht ganz gut, wenn wir das hier hinten so ein bisschen hinsetzen. Ist vielleicht nicht ganz so nah, aber macht nichts. Weil hier sind ja lauter Steinvorkommen. So. Und dann machen wir das gleiche noch mit Wood. Machen wir hier mal ein bisschen abseits das Ganze. So, unsere Farm ist hier fertig. Okay, Desert. Okay. Doing nothing. Wieso duden die nothing? Was muss ich jetzt hier tun? Brauche ich jetzt, ach, weil das Wüste ist wahrscheinlich, wa? Habe ich hier noch irgendwo? Ist hier auch, ne, guck mal, das machen wir ganz, das Ganze hier auch nochmal. Ist vielleicht ja gar nicht so verkehrt, wenn wir unterschiedliche Farben haben, oder? Ich habe echt überhaupt keine Ahnung. Aber ich kann mir vorstellen, dass hier unterschiedliche Sachen angebaut werden. Kann ich hier... Food 3. Was bist du? Du bist ein Food. Aber was? Kann ich das hier aufnehmen? Warte mal, wir probieren mal was mit Telekinese. Okay. Uiuiui. Okay. Errungenschaft freigeschaltet, Farmland. Wird jetzt hier irgendwas angebaut? War vielleicht nicht richtig, war, weil das Grasland hier hinten ist. Probier das nochmal. Muss das mal ein bisschen ausprobieren. Tut mich leid. Oh, okay. Das war denn nichts. Haben wir hier noch irgendwelche Pflänzchen, die wir vielleicht gebrauchen könnten? Schauen wir mal ein bisschen rum hier. Was haben wir hier? Was bist du? Eine Frucht. Ist Telekinese noch an? Ja. Aber ja. Wir sind doch hier im Grasland, ne? Da werde ich mal gucken. Dass wir die vielleicht hier hinlegen. Ah, gucke hier. Also es ist wirklich nur Food, ja. Ich brauche wahrscheinlich eine Pflanze. Also ich schleppe denen hier im Endeffekt das Essen hin und her. Ist ja auch nicht verkehrt. Aber ich glaube, wir müssen denen sowas wie Weizen oder so. Das müssen die doch sicherlich erstmal suchen, oder? Oh Gott, guck mal, da fliegen schon die Fliegen. Ja, komm. Es wird ja schon erforscht. Ich baue euch gleich einen Friedhof. Ja. Oder hat sich schon wieder einer was gebrochen? Was ist denn hier los? Ja. Schön. Wenn ich das habe, dann kriegt ihr hier einen Friedhof hin. Das ist ja auch nur Food. Gibt es hier denn keine? Das ist nur Deko, ne? Du fällst hier schön die Bäume und schlägst Stein. Kinders, ich habe keine Ahnung. Was bist du? Herbs, Kräuter. Ah, das gibt Food? Das gibt Kräuter. Okay, Food. Ist Herbs vielleicht wichtig? Komm, wir müssen jetzt hier mal nochmal Telekinese machen. Und dann gucken wir mal, ob wir das hier in unseren Grasland Stall, in unsere Graslandfarm reinkriegen.
Muss natürlich auch erstmal gebaut werden, ja, ist ja klar. Okay, das hat jetzt offensichtlich nichts gebracht. Na, warten wir mal ab, bis die fertig sind. Es dauert halt mal eine Weile. Aber es geht voran. Da müssen wir jetzt echt gucken, wie wir das hinkriegen. Herb Storage mit Dr. Metz. Food Local Storage. Choose Crop. Ah! Grassland, Grassland, Grassland. Ah, ha, 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 ha. Oh, ah, ich verstehe. Das heißt, wir müssen wirklich auf die Suche gehen und Kräuterchen finden und dann pflanzen die das hier an, oder wie? Okay, ich verstehe. Alles klar. Jetzt habe ich das Ganze verstanden. Na, dann warten wir mal ab, bis das bis die Farm aufgebaut ist. So, dann sind wir jetzt angekommen und können hoffentlich einen Friedhof bauen. Ist ja erforscht. Was bist du? Du warst das. Ja, das sieht doch mal aus nach einem Friedhof. Ach, du liebes bisschen. Das ist ja äußerst groß. Ja. Wo bauen wir den hin? So ein bisschen abseits wäre ja eigentlich gar nicht schlecht, oder? Hat das was zu sagen, wenn das da grün ist? Bauen die jetzt die Steine da drin ab oder sind die Ressourcen dann weg? Wo ist er denn eigentlich hin? Ist er jetzt schon, entschuldigt, wenn ich das so sage, er ist weg. Er ist verwest, oder? Ach du, das wollte ich jetzt nicht. Es tut mir leid. Das tut mir echt leid. Auweia. Aber was ist denn mit dem Park hier? Ach, den haben die immer noch nicht fertig gebaut. Warum denn das? Ach, dafür brauche ich die Holzbretter. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Oh nein. Sind ja schon wieder die Aliens. Bitte nicht. Ich möchte euch nicht. Ihr könnt woanders Unruhe stiften. Bei uns bitte nicht. So. Ah, da sind sie. Gucke. Oh, guck, die produzieren ja aber fleißig. Das ist sehr schön. So, die sind da hinten rum. Wehe, die machen hier was mit meinen Nuggets, dann werde ich richtig sauer. Das möchte ich nämlich nicht. Nun gut, dann lassen wir hier mal ein bisschen weiterbauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr denn mögt, wenn hier alles soweit fertig ist. Ja, bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!